Der Zaunkönig ist ein Singvogel und gehört zu der Ordnung der Sperlingsvögel. Er ernährt sich hauptsächlich von tierischer Nahrung, insbesondere Insekten, manchmal auch von kleinen Samen. Der Gesang des Männchens ist schmetternd laut mit Trillern und Rollern, endet abrupt und setzt sich aus etwa 130 verschiedenen Lauten zusammen. Die Amsel oder Schwarzdrossel ist ein Singvogel und gehört zu der Ordnung der Sperlingsvögel und zur Familie der Drosseln. Amseln sind flexible und anpassungsfähige Allesfresser, sind aber während des ganzen Jahres zumindest auf geringe Mengen tierischer Nahrung angewiesen. Der Gesang wird vom Männchen gewöhnlich von 2 bis 3 verschiedenen, exponierten Singwarten aus vorgetragen. Dieser kann, während der Morgendämmerung, 20 bis 30 Minuten dauern. Der Haussperling, auch Spatz genannt, ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Sperlinge. Er ernährt sich hauptsächlich von Sämereien, bevorzugt werden Weizen vor Hafer und Gerste. Der Gesang wird nur vom Männchen vorgetragen, wobei diese sehr lernfähig und in der Lage sind, Alarmrufe von Staren und Amseln zu kopieren. Die Heckenbraunelle ist ein Singvogel, gehört zu der Ordnung der Sperlingsvögel. Ihre Nahrung besteht aus kleinen Raupen, Käfern, Larven und Spinnen. Pflanzliche Nahrung, überwiegend Samen, ergänzen ihren Speiseplan. Der Gesang der Männchen umfasst nur wenige Töne und wird gern von einer Baumspitze aus vorgetragen. Das Rotkehlchen ist ein Singvogel, gehört zu der Ordnung der Sperlingsvögel und zur Familie der Fliegenschnäpper. Es ernährt sich von Insekten, kleinen Spinnenwürmern und Schnecken. Ergänzend nimmt es Früchte und weiche Samen zu sich. Der Gesang ist mit 275 nachgewiesenen, sich fortlaufend ändernden Motiven äußerst variabel. Rotkehlchen singen mit Ausnahme der Mauserzeit das ganze Jahr über. Thank you.
Die Kohlmeise ist ein Singvogel, gehört zu der Ordnung der Sperlingsvögel und zur Familie der Meisen. Das Nahrungsspektrum ist sehr umfangreich, jedoch liegt der Schwerpunkt deutlich auf Insekten sowie deren Larven und Eiern. Teils werden andere Nahrungsquellen genutzt, wie Sämereien, Nussfrüchte, Obst und vom Menschen zur Verfügung gestelltes Vogelfutter. Der Gesang der Kohlmeise verfügt über ein außerordentlich reiches, variables und differenziertes Repertoire an Lautäußerungen. Der Buchfink ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Finken. Er ernährt sich von Beeren, Samen aller Art, Insekten und Spinnen. Seine Nahrung sucht er überwiegend auf dem Erdboden, nimmt diese mit schnellen, pickenden Bewegungen auf.